Name ist Malte Benger. Ich bin Landwirt und Lohnunternehmer aus der Mitte Niedersachsens in Norddeutschland. Unser Kerngeschäft dabei ist das Rundballenpressen, gerade Grassilagen vom 80 cm Ballen eingewickelt für Pferdekunden bzw. kleinere Kunden bis hin zu 1,40 m Ballen mit vollen Messern. Wir pressen jedes Jahr so zwischen 5.000 und 7.000 Rundballen oder Wickelballen plus Stroh und Heu. Die VBP 3195 war bis jetzt die einzige Presswickelkombination, die uns auf voller Länge überzeugen konnte. Wir brauchen keine verschiedenen Pressen mehr. Wir können vom kleinen einzelnen Ballen, etwas größer als ein HD-Ballen mit 50 cm Kerndurchmesser, bis hin zum 1,80er Ballen jegliche Form abdecken. Die Folienbindung an dieser Maschine, die wir seit letztem Jahr haben, hat uns besonders überzeugt, da wir viele größere Milchviehhalter haben mit 100 bis 150 Kühen im Bestand, die trotz allem voll auf Rundballen setzen. Und die brauchen einfach die beste Futterqualität, um wahnsinnig gut Milch produzieren zu können. Dadurch, dass wir bei der VBP die Möglichkeit haben, mit reellen Stretchfolien vorne den Ballen das erste Mal einzuwickeln, sparen wir uns das Netz. Das hat zum einen Vorteile, was nachher die Ballentrennung vom Netz und von der Folie angeht. Wir haben keine Netzreste im Ballen, im Futter. Wir haben alles in einem Paket, wir brauchen es nicht gezielt trennen. Und durch diese Folienbindung um den Ballen herum haben wir noch einen weiteren Vorteil. Wir können im Zusammenarbeit mit der 3D-Wicklung hinten auch noch mal eine Lage Folie im gesamten Ballen einsparen, weshalb wir kostentechnisch nicht teurer kommen als mit einer Netzbindung im Standard. Meine drei Highlights der VBP sind ganz klar die Vielseitigkeit von 50 cm bis 1,80 m mit vollen Pressdrücken oder auch Weichkern. Außerdem die Folienbindung bei der variablen Presse und als letztes ganz klar der Top-Service, den wir in den letzten Jahren mit Kuhn erlebt haben.